Hallo, meine lieben Überlebenskünstler da draußen und herzlich willkommen hier zurück bei The Green Hell. Ein weiterer Ayahuasca-Traum, ein weiterer Plot-Twist. Es machte die Runde, was wir entdeckt haben, das wissen wir schon, aber deutlich größer als gedacht. Mia war wieder vollständig gesund. Was passiert hier? Die Story lasht mich so weg. Gehen doch die nächste Tür. Sind wieder irgendwie zu Hause. Alles Zeitungsartikel. Oh. Lesen. Machen wir mal hier bei einem Extra. Un mundo novo e mejor. Eine neue und bessere Welt. Es ist geschafft. Omolu Corp hat eine neue Ära der Menschheitsgeschichte eingeläutet. Die Herstellung des revolutionären Medikaments hat begonnen und schon bald wird der Kampf gegen Krebs gewonnen sein. Alles begann mit dem reisenden Jake Higgins, der nach Amazonien ging und das Geheimnis der ewigen Gesundheit zurückgebracht hat. Nachdem er seine Funde mit Omolu Corp geteilt hatte, hat das Unternehmen sofort mit der Erforschung eines neuen Medikaments begonnen, das Krebs ein für alle Mal heilen wird. Eine der schlimmsten Erkrankungen wird bald vollkommen ausgemerzt sein. Es mag schwer vorzustellen sein, doch die Ergebnisse des Tests sind eindeutig. Das Heilmittel wirkt tatsächlich und führt zu einer völligen Genesung. Und das ist erst der Anfang. Die medizinische Revolution nimmt Fahrt auf und mittlerweile wurden bereits die Forschungen zur Ausrottung anderer Krankheiten in die Wege geleitet. Dank Omolu Corp. ist das Unmögliche möglich geworden. Und so stehen wir heute vor einer einzigartigen Gelegenheit, die der Menschheit eine nie dagewesene Langlebigkeit und Gesundheit bescheren wird. Ist das jetzt Zukunft oder ist das jetzt tatsächlich Vergangenheit? Oder ist das Wunschdenken? Brazilian Dream. Coming true. Ein brasilianischer Traum wird wahr. Während das brasilianische Pharmaunternehmen Omolu Corp. den Bürgern des Landes kostenlos das revolutionäre Allheilmittel injiziert, sieht der Rest der Welt mit wachsender Empörung zu, wie die Preise für das Medikament in die Höhe schnellen. Oh, das ist aber nicht so schlau. Bis vor kurzem kannten nur Leute, die sich für Arzneimittel und ihren Vertrieb interessieren, den Namen Omolu Corp. Doch nun spricht jeder über das Unternehmen, das Medikament, das die Firma in Rekordzeit entwickelt hat. Soll angeblich als perfekter Impfstoff gegen jegliche Art von Krankheit dienen. Okay, das ist ja aber sehr Science-Fiction. Und bei Menschen, die bereits erkrankt sind, stimuliert es das Immunsystem und führt so zu einer kompletten Genesung. Unwirklich das klingen mag, das Internet ist bereits voll mit Fotos und Videos von geheilten Krebs-, AIDS- und Lupus-Patienten. Außerdem wurde eine Studie veröffentlicht, welche die enorme Effektivität des neuen Medikaments gegen Ebola zeigt, obwohl diese Krankheit bisher nicht als behandelbar galt. Allerdings hat Omolu Corp. medizinischen Laboren aus dem Ausland den Zugriff auf das Medikament verweigert, sodass die Wirkung nicht durch Untersuchungen außerhalb Brasiliens bewiesen werden konnte. Kranke und Sterbende auf der gesamten Welt lassen sich davon jedoch nicht entmutigen. Sie haben online Spendensammlungen eingerichtet und hoffen darauf, so die unvorstellbar teure Behandlung finanzieren zu können. Wer gesundheitlich dazu in der Lage ist, reist nach Brasilien in der Hoffnung, eine kostenlose Injektion zu bekommen. Die Warteschlangen an der Grenze werden immer länger und Flugunternehmen schaffen neue Verbindungen nach Brasilien, um der wachsenden Nachfrage gerecht zu werden. Auch wenn Omolu Corp. das Medikament in Brasilien umsonst verteilt, sind die Einnahmen der Firma auf mehrere Milliarden Dollar gestiegen. Das Unternehmen besitzt exklusive Rechte an dem neuen Medikament und hält die Zusammensetzung geheim, damit niemand die Formel kopieren kann. Entsprechend kann es die Preise in andere Länder nach Belieben festsetzen. Inoffiziellen Berichten zufolge verhandeln nicht nur Importunternehmen aus den USA mit Omolu Corp., sondern auch die Regierungen anderer Länder, die ihren Bürgern Zugriff auf das neue Medikament verschaffen wollen. Bisher haben es keine genauen Informationen darüber in die Öffentlichkeit geschafft, aber es ist bekannt, dass Omolu Corp. weltweit mindestens eine Zweigstelle pro Kontinent aufbauen will. Zwischen den Weltmächten hat ein Wettrennen begonnen, das über den ersten Standort entschieden wird. Der Erfolg von Omolu Corp. hat allmählich Auswirkungen auf das gesamte Land. Brasilien war bisher die achtgrößte Wirtschaft der Welt, doch jetzt ist es auf dem Weg an die Spitze.
Dank dieser medizinischen Entdeckung wird das Land zu einer Macht, wie sie die Welt noch nicht gesehen hat. China hat es bereits hinter sich gelassen und schon bald könnte Brasilien die wohlhabendste und einflussreichste Supermacht der Welt sein. Und das liegt nicht nur an den wachsenden Gewinnen durch das neue Medikament, sondern auch an der rasanten Entwicklung zu einer gesünderen und stärkeren Gesellschaft. Noch können wir nicht absehen, wohin dieses Experiment, bei dem allen Krankheiten einer ganzen Nation ausgerottet werden sollen, hinführen wird. Aber möglicherweise führt Brasilien eine Weltrevolution herbei. Ist schon dick auf. Would you do it again? Or was the price of healing me too high? Okay. Wir haben das ausgelöst. Wir haben das Zeug geholt. Um sie zu heilen. Warum sind wir wieder im Dschungel? Krass aufgetragen, dick aufgetragen. World News! Breakthrough in Medicine. Omolocorp is going to heal us. Medizinischer Durchbruch, Omolocorp wird uns heilen. Nur das Pharmaunternehmen Omolocorp konnte Jake Higgins davon überzeugen, die Geheimnisse der ewigen Gesundheit zu teilen. Mit der Entwicklung eines neuen Medikaments wurde sofort begonnen. Wir stehen kurz vor einer echten medizinischen Revolution. Higgins ist der erste Mensch überhaupt, der mit dem bislang unbekannten Yabawaka-Stamm in Kontakt getreten ist. Bevor er nach Brasilien gereist ist, musste er alle erdenklichen Impfungen erhalten, sein Immunsystem verbessern, sich auf eine gute Ernährung umstellen und diverse Tests durchlaufen, um zu prüfen, ob er völlig gesund war. Denn wenn sie Stämme, die vom Rest der Welt isoliert leben, mit einer Krankheit von außen anstecken, kann ein ganzes Dorf ausgelöscht werden. Selbst wenn es nur eine Erkältung ist. Higgins hat sich dieser Herausforderung jedoch gestellt und dafür sollte man ihm dankbar sein. Als er sein Ziel erreicht hatte, stellte sich heraus, dass er sich seine ganze Vorbereitung hätte sparen können. In dem Buch, das er nach seiner Rückkehr geschrieben hat, stellte Higgins eine sensationelle Behauptung auf. Angeblich erkranken Angehörige dieses Indio-Stammes nie. Mit diesem Satz hat er Hoffnung unter allen Kranken geweckt, doch letztlich war das Buch nur eine riesige Enttäuschung, denn den wahren Grund hinter dem perfekten Immunsystem der Indios hat der Autor darin nicht enthüllt. Medizinischen Experten zufolge sollen seine Behauptungen nicht als Märchen sein, schließlich lieferte er keinerlei Beweise. Zum Glück kamen auch Unterstützer auf Higgins zu, die das Potenzial hinter seinen bemerkenswerten Behauptungen gesehen hatten. Omolocorp hat es geschafft, den Reisenden davon zu überzeugen, sein Wissen mit ihnen zu teilen. Dieses Unternehmen war das einzige weltweit, das mutig genug war, unkonventionelle Forschungsarbeiten einzuleiten, deren Ziel unter anderem die Revolution der Krebsbehandlung ist. Schon bald werden kompliziertere Operationen und anstrengende Chemotherapien der Vergangenheit angehören. Die Tatsache, dass zahlreiche Trittbrettfahrer um jeden Preis versuchen, mit dem Yabawaka-Stamm in Kontakt zu treten, scheint zu beweisen, dass Jake Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hat. Das Interesse ist so groß, dass die brasilianische Regierung schon um die Sicherheit des Stammes besorgt ist. Es ist ehrlich gesagt gerade eben so ein bisschen lächerlich, wenn man bedenkt, was gerade eben in echten Brasilien abgeht, ne? So werden Zugangsberechtigungen in den Lebensraum der Yabawaka nicht mehr erteilt. Zudem haben die Behörden weitere besondere Sicherheitsmaßnahmen ergriffen und Teile des Dschungels zu einem Reservat erklärt, damit unautorisierte Dritte den Stamm nicht gefährden können. Die Yabawaka werden von jeder Seite aus geschützt. Dank Higgins und Omolocorp wurde eine medizinische Revolution in Gang gesetzt, die zur Beseitigung von bislang nicht behandelbaren und nicht tödlichen Erkrankungen führen wird. Sobald sie vollzogen ist, wird ein gewisser bescheidener Reisender nicht nur in die Geschichte des medizinischen Fortschritts, sondern in die gesamte Menschheit eingehen. Ja, ich habe aber auch so das Gefühl, dass die Yabawaka natürlich einerseits geschützt werden wollen, aber ich glaube, Omolocorp schützt sie nicht, weil sie Yabawaka, oder Brasilien schützt sie nicht, weil die Yabawaka schützen wollen, sondern die wollen dieses Monopol aufrechterhalten, logischerweise. Daily News. Will Jake Higgins' Discovery save the world? Werden die Entdeckungen von Jake Higgins die Welt retten? Niemand hat geglaubt, dass Higgins wirklich das Geheimnis der ewigen Gesundheit gelüftet hätte. Heute wissen wir, dass Omolocorp mit Hilfe seiner Entdeckung die Welt verändern und die Menschen von der Bürde der Erkrankheiten und des Leidens befreien wird. Sammy leidet an akuter lymphoblastitischer Leukämie. Er ist erst 4 Jahre alt und hat den Großteil seines Lebens im Krankenhaus verbracht, wo er eine Chemotherapie und endlose Nadelstiche ertragen musste. Eine Knochenmarktransplantation ist seine beste Chance auf Genesung, doch Sammy ist, wie 1000 andere kranke Kinder, nicht für den Eingriff geeignet. Der Kampf
um die Leben dieser jungen Patienten ist ein grausames Rennen gegen die Zeit. Völlig unerwartet hat sich nun Omolocorp eingeschaltet und die zeitnahe Veröffentlichung eines neuen Medikaments angekündigt, das die Behandlung von Krebs so leicht wie die Heilung einer Erkältung machen soll. Das ist ein wahrer medizinischer Durchbruch, der das Schicksal der Menschheit verändern wird, indem er eine der schwersten Krankheiten überhaupt auslöschen wird. Die Forschungsarbeiten des Unternehmens haben große Hoffnungen geweckt. Unheilbar kranke Patienten haben sich schon vor dem Hauptsitz von Omolocorp versammelt, in der Hoffnung, als Erste für die Tests ausgewählt zu werden. Offiziell hat das Unternehmen gesagt, es sei noch zu früh für Experimente an Menschen, doch Zeugen berichten, wie bereits geheilte Patienten den Hauptsitz verlassen haben. Aufregende Berichte über die unglaubliche Wirkung des neuen Medikaments ziehen eine Flut aus verzweifelten Leuten an, die bereit sind, den Rest ihres Lebens in der Warteschlange auf ein Wundermittel zu verbringen. Und Leukämie ist nur der Anfang. Das Unternehmen hat verkündet, dass auf Grundlage von Jake Higgins Forschung weitere Medikamente entwickelt werden, um andere unbehandelbare Krankheiten auszumerzen. Es ist wirklich großartig, dass die Heilmittel für Millionen kranker Menschen im amazonischen Wald unter den Angehörigen eines völlig isolierten Stammes gefunden wurde. Allein der Gedanke klingt so absurd, dass noch kein angesehener Wissenschaftler darüber gesprochen hat. Einzig und allein Jake Higgins war mutig genug, um sich für die Entdeckung einer revolutionären Heilmittels auf eine lange und gefährliche Reise zu begeben. Gibt es wirklich Hoffnung für Sammy? Aktuelle Prognosen der Ärzte sehen seine Genesung bei 20%, wohingegen das neue Medikament in 100% der Fälle zur Heilung führen soll. Falls der Junge es schnell genug bekommt, kann er sich auf ein langes, normales Leben freuen. Und auch, wenn eine Welt ohne Krankheiten immer noch wie eine Vorstellung aus einem Science-Fiction-Film klingt, sind Jake Higgins und Omolocorp den ersten Schritt zur Erfüllung dieses Traums gegangen. Okay. Das klingt ehrlich gesagt viel zu fantastisch, um wahr zu sein, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe keine Ahnung, ob das stimmt oder ob das jetzt hier eine Fantasterei ist oder inwiefern das wahr ist. Aber es ist auf jeden Fall... Also die Szenarien, falls so ein Medikament wirklich existieren würde, klingen für mich realistisch, was jetzt hier gerade eben passiert. Abläufe, wie Nationen, wie diese Unternehmen, wie und so weiter und so fort handeln würden. Aber jetzt kenne ich mich ein bisschen in Biologie aus. So ein Wundermittel gibt es nicht. In echt. Und für mich ist immer noch die Frage, ist alles nur Fantasie? Ist ja einfach nur wahnsinnig? Retten wir uns in eine Fantasie, weil unsere Frau vielleicht gar nicht geheilt wurde? Aber warum macht sie uns dann Vorwürfe, dass wir etwas getan hätten? Die Frage bleibt im Raum. Ich glaube, mehr Informationen bekommen wir nur, wenn wir durch diese Tür gehen. Und danke für den Follow. wie unpassend dieser Glockenschlag gerade eben war. Da ist sie. Macht sie da. Sie liest einfach ein Buch. Wird surreal, wie sie da sitzt, ne? Besser gesagt, liegt. Noch mit irgendetwas? Nein, nur mit ihr. What price? What did we? What did I do? Tell me, please. Okay, sie ist einfach mal wieder weg. Warum verschwindet sie immer? Irgendetwas muss mit ihr passiert sein. Dass sie immer wieder verschwindet, ist für mich ein Zeichen dafür, dass sie vielleicht doch nicht gesund ist. Was liest er jetzt? Was hat sie da gelesen? Speed more important than equality. Drug from Omolocorp already available. Ah, Moment. Okay, das könnte jetzt sein, dass da jetzt etwas gepuncht wurde. Und Omolocorp. Komisch, man kannte Omolocorp vorher noch nicht, ne? Und wir haben jetzt rausgekriegt, die haben in Drogen gemacht. Ist vielleicht nicht so diese vertrauenswürdige Firma, von der alle immer so reden. Tempo wichtiger als Qualität. Medikament von Omolocorp bereits erhältlich. Es ist kaum ein Jahr her, seit das brasilianische Pharmaunternehmen mit seiner Arbeit an einem neuen und revolutionären Medikament begonnen hat und trotzdem wird das besagte Arzneimittel bereits Patienten verabreicht. Die Medizinexpertin der Welt sind über diesen Bruch mit gängigen Verfahrensweisen empört und gleichzeitig um die Sicherheit der Patienten besorgt. Ja, sind wir mal ganz ehrlich, das klingt jetzt wiederum sehr, sehr krass nach Lateinamerika.
Am Dienstag hat die World Health Alliance, die normalerweise ist ja die WHO, in dem Fall ist es ja die WHA, wahrscheinlich durften sie es nicht verwenden, die Handlungsweise von Omolocorp offiziell verurteilt, denn das Unternehmen hatte zuvor in rekordverdächtigem Tempo ein neues Medikament auf den Markt eingeführt. Laut einem Sprecher der World Health Association ist es unmöglich, in so einer kurzen Zeit alle nötigen Tests durchzuführen und sich an internationale Richtlinien für neue Medikamente zu halten. Unterdessen ist der Präsident von Brasilien dem Unternehmen zur Seite gesprungen und hat bestätigt, dass das Medikament vom zuständigen Amt zum Verkauf freigegeben wurde. Ja, kein Wunder, ist Brasilien. Außerdem fügte er hinzu, dass Schwerkranke nicht viele Jahre auf eine effektive Behandlung warten können. Quiatek, der CEO von Omolocorp, ließ verlauten, dass das Medikament geprüft worden und sicher sei. Außerdem soll es außergewöhnlich effektiv gegen Krebs sein. Angeblich führte das Medikament zu einer vollständigen und raschen Erholung und verhinderte gleichzeitig, dass Rückfälle und Metastasen entstehen. Deshalb wurde die vermeintlich überstürzte Markteinführung auch von Organisationen auf der ganzen Welt unterstützt. Der Weg von der Entwicklung zum Patienten. Was? Der Weg von der Entwicklung zum Patienten? Da fehlt irgendwas. Die Entwicklung eines Medikaments beginnt damit, dass nach neuen Wegen zur Behandlung einer bestimmten Erkrankung oder eines Syndroms gesucht wird. In der ersten Phase wurden Hunderte oder gar Tausende von chemischen Stoffen und Verbindungen auf ihr Heil- und Versorgungspotenzial untersucht. Danach werden aus diesen Substanzen vielversprechendsten ausgewählt. Mit ihnen werden vorklinische Tests am lebenden Gewebe oder Bakterien durchgeführt, die etwa 5 Jahre in Anspruch nehmen. Erst in der nächsten Phase werden die sorgfältig ausgewählten Substanzen Menschen in einer Reihe von streng regulierten klinischen Tests verabreicht, die bis zu 6 Jahre dauern. Erst dann kann ein Pharmaunternehmen einen Antrag auf die Registrierung des Medikaments stellen. Dieser wird wiederum etwa 1,5 Jahre lang von der zuständigen Behörde geprüft. Sobald der Antrag bewilligt wurde, beginnt die Herstellung des Medikaments, bevor es dann eingeführt wird. Doch damit ist noch nicht alles getan. Jeder offiziell verfügbare Medikament wird ständig und streng kontrolliert. Das ist tatsächlich der Fall, Leute. Also, was ich hier gerade eben hier vorgelesen habe, der untere Absatz, das kommt mir sehr bekannt vor und ist wahrscheinlich auch den meisten von euch gar nicht so bewusst. Aber ein Medikament überhaupt bei uns einzuführen, ist ein unglaublich zeitaufwendiger und teurer Prozess. Und falls ihr euch fragt, warum prüfen die das 1,5 Jahre? Freunde, ich weiß nicht, ob ihr schon mal meine Doktorarbeit gelesen habt. Wahrscheinlich die wenigsten von euch, aber meine Doktorarbeit ist 80 Seiten stark. Ohne Anhang, der ist nochmal 80 Seiten stark. Mit all den Verweisen und was weiß ich was und den ganzen einzelnen Ergebnissen und was weiß ich was. Und diese Prüfung, sie würde vorsehen, dass ein solcher Bericht quasi, der viel umfangreicher ist als eine einzelne Doktorarbeit eines einzelnen Biologen, sondern wirklich mindestens ein ganzes Buch füllen würde. Wo man genau auflistet, also was ist das für ein Medikament, welche Tests haben wir damit gemacht, was waren die Ergebnisse und so weiter und so fort. Das Hin und Her, für und wieder und so weiter und so fort, die Grenzen der therapeutischen Breite und so weiter und so fort. All das muss da drin stehen, in allen Konzentrationen, in allen erdenklichen Bereichen, mit all den Tests. Und deswegen dauert es 1,5 Jahre, im Schnitt sage ich jetzt mal, bis man das bearbeitet hat, bis man das voll und ganz verstanden hat. Und deswegen sind Medikamente heutzutage, ja, es dauert halt einfach so lange, bis sie kommen. Und wir sind in der Realität an der Grenze dessen, was möglich ist. Insbesondere im Bereich von Antibiotika. Und der Wunsch nach einem solchen Wundermittel ist definitiv da. Aber ich persönlich bezweifle, dass es möglich ist. Und ich glaube, wenn so etwas wirklich kommen würde, die Welt würde sich so draufstürzen, wie hier in The Green Hell. Wo sind wir jetzt? Das ist nochmal ein Zeitungsartikel. Green News. Unknown virus detected in Brazil. Unbekanntes Virus in Brasilien aufgetaucht. Vor einer Woche haben brasilianische Krankenhäuser Fälle einer bislang nicht identifizierten Virus gemeldet. Bisher gab es 12 bekannter Fälle. Aus Sicherheitsgründen wurde die Patienten isoliert. Die meisten von ihnen befinden sich im Koma und die Ärzte stufen ihren Zustand als ernst ein. Tests sollen das Virus und seine Mutation identifizieren.
Aktuell werden die Symptome der Patienten behandelt, damit sie sich besser fühlen. Die Behörden fordern Bürger, die verdächtige Symptome feststellen oder mit erkrankten Personen in Kontakt waren, dazu auf, sich im nächsten Krankenhaus untersuchen zu lassen. Zwei der ersten Symptome einer Ansteckung sind hohes Fieber und blasse blaue Läsionen unter der Haut. Das ist eine Art Lepra? Weiterhin versichert die Behörde, dass die Situation unter Kontrolle ist und kein Risiko eines Ausbruchs besteht. Mehr Infizierte mit dem neuen Virus. Weitere Infektionen mit dem neuen Virus in Brasilien. Die Situation in brasilianischen Krankenhäusern verschlimmert sich. In Verbindung mit einem unbekannten Virus sind mehrere Dutzend Menschen gestorben und die Zahl der Infizierten wächst. Die Krankenhäuser schaffen es kaum, der Flut an Patienten Herr zu werden. Ursprünglich wurde die Erkrankung isoliert und untergebracht, doch es gibt nicht genug Isolierungsstationen für alle Betroffenen. Ganze Stationen, sogar Krankenhausflügel, werden zu Quarantänezonen umfunktioniert. Unglücklicherweise könnten die Bemühungen des medizinischen Fachpersonals nicht ausreichen, um einen Krankheitsausbruch zu verhindern. Viele Leute halten sich selbst in einem fortgeschrittenen Krankheitsstadium noch zu Hause, in der Straße oder an öffentlichen Orten auf und verbreiten den Virus so noch weiter. Am schlimmsten ist die Lage in den ärmsten Vierteln und Favelas. Die schlechte sanitäre und gesundheitliche Versorgung sorgt zunehmend mit den misstrauischen Einstellungen der Bürger gegenüber den Behörden dafür, dass das Virus in diesem Gebiet noch schwer unter Kontrolle zu halten ist. Der Gesundheitsminister hat der Öffentlichkeit versichert, dass mehrere Forschungsteams unabhängig voneinander an der Identifizierung des Viruses arbeiten. Gleichzeitig wurde eine Sondereinheit einberufen, die Ursprung und Ursache des Ausbruchs bestimmen soll. Der Patient von Brasilien behauptet, die Situation sei unter Kontrolle. Gleichzeitig bittet er die Bürger darum, sich an strikte Sicherheitsmaßnahmen zu halten und öffentliche Orte bestmöglich zu meiden. Verschiedene große Events wurden aus Sicherheitsgründen abgesagt und Kindergärten und Schulen werden immer schlechter besucht. Trotz der Beruhigungsversuche durch die Behörden steht Brasilien am Rande des Chaos. Ist das eventuell das Ergebnis? Wir haben auch schon mehrfach davon gehört, dass da draußen irgendetwas los ist. Ist diese Krankheit das Ergebnis dieser Impfung? Ist es einfach eine natürliche Mutation, dass die Yawawaka das machen können durch ihre jahrelange Isolation? Evolutionsbiologisch wäre das möglich, dass sie die einzigen wären durch eine genetische Mutation, dass sie irgendetwas tun, irgendwelche Sachen machen, sodass sie gegen ein Virus immun sind, das man normalerweise bekommen würde und das absolut tödlich wäre? Vielleicht ist es kein Medikament, sondern eine Krankheit, die andere Krankheiten zwar auch auslöscht, aber uns tötet, die wir uns da geholt haben. Aber dann müsste es ja auch Jake Higgins treffen. Monday Metro. Outbreak of unknown disease, SPI railing out of control. Ausbruch unbekannter Krankheit gerät außer Kontrolle. Es ist noch nicht lange her, dass Brasilien auf dem Weg zur größten Supermacht der Welt war. Doch nun steht das Land am Rande des Zusammenbruchs. Eine mysteriöse Krankheit hat bereits 20 Millionen Menschen das Leben gekostet. Die medizinischen Vorräte des Landes gehen zur Neige und die Regierung hat die Kontrolle verloren. Wenn sich der Ausbruch über die Grenzen hinaus ausweitet, könnte diese Krise den gesamten Kontinent verschlingen. Aufgrund der tragischen Situation in Brasilien haben die Nachbarländer Maßnahmen ergriffen, um ihre Bürger vor einer Ansteckung zu schützen. Die Grenzen werden durch zusätzliche Einsatzkräfte kontrolliert und offizielle Übergänge werden abgeriegelt. Deswegen kommen die anderen auch nicht über die Grenze. Ausreise, die das Land auf illegalem Weg verlassen wollen, werden festgenommen und zurückgeschickt. Auch der Rest der Welt hat Auflagen erhoben. So verkehren von den meisten Flughäfen keine Flüge mehr nach Brasilien. Auf einer Sonderkonferenz, die durch Vertreter der World Health Association von der ganzen Welt einberufen wurde, wird darüber diskutiert, wie eine weitere Verbreitung des Virus verhindert werden kann. Einer der ersten Vorschläge beinhaltet verstärkte Sicherheitsmaßnahmen am Isthmus von Panama. Geografisch gesehen handelt es sich hierbei um den am ehesten geeigneten Ort, um den Ausbruch zu stoppen, denn die Epidemie hat Kolumbien bereits erreicht. Zu den anderen Vorhaben gehören die Einrichtung von Stacheldrahtzäunen oder gar einer Mauer, die von Küste zu Küste reicht.
auch über den Einsatz von umfangreichen militärischen Streitkräften wird beraten. Die Hilflosigkeit der World Health Association im Angesicht dieser Krise ist offensichtlich. Alle bisher besprochenen Lösungen zielen hauptsächlich darauf ab, bisher nicht betroffene Länder von der Krankheit zu schützen. Niemand konnte eine Methode zur effizienten Behandlung des Virus oder zur Eindämmung der verwüsteten Gebiete vorbringen. Der erste Tag der Konferenz hat die enttäuschenden Ergebnisse geführt, die die Welt kaum ein Gefühl von Sicherheit geben. They all believed this was the only solution. Shutting down airports, seaports, and now this? They are isolating the entire continent. Aber ist das nicht vielleicht sogar die einzige Möglichkeit? Wir sind, glaube ich, deswegen da, um das aufzuklären? Ich weiß es nicht. Ein riesiger Bagger. Wow! Was? Was? Schädelkrieger.